Wir würden nun zu einem Grußwort das Wort geben dem seit kurzem Genossen Ulrich Schneider, der heute hier als Vertreter des Paritäter spricht. Ulrich Schneider, du hast das Wort. Wir freuen uns auf deinen Beitrag. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Deutschland ist seit Jahren gespalten wie noch nie seit der Vereinigung. Wir hatten noch nie mehr Armut in Deutschland. Wir hatten selten mehr Langzeitarbeitslose in Deutschland. Wir hatten noch nie mehr Menschen, die sich bedroht fühlten in ihrer sozialen Sicherheit. Noch nie mehr Jugendliche und Kinder, denen es an Perspektiven fehlt. Noch nie seit der Vereinigung war Deutschland so tief gespalten. Noch nie war Deutschland auch regional so tief zerklüftet zwischen reichen Regionen und Regionen, die wirklich eine Armutsspirale leben, wo Schwimmbäder dicht gemacht werden, Bibliotheken geschlossen werden, Kulturhäuser zugemacht werden, Altenclubs zugemacht werden, Jugendzentren geschlossen werden, weil sie es einfach nicht mehr können und weil sie verschuldet, wie sie sind, bei hoher Arbeitslosigkeit überhaupt keine Chance haben, sich am eigenen Schopf aus diesem Sumpf zu ziehen. Dass diese Situation in Deutschland so ist, wie sie ist, ist jedoch nicht irgendwelchen Sachzwängen geschuldet, wie uns häufig klargemacht werden soll, ist nicht das Ergebnis irgendeiner anonymen Globalisierung, sondern diese Armut in Deutschland ist politisch gemacht. Diese Armut in Deutschland ist das Ergebnis einer nun 25-jährigen Herrschaft des Neoliberalismus. Und deswegen sagen wir als Paritäterinnen und Paritäter, wenn wir wirklich was tun wollen gegen Armut, wenn wir wirklich was tun wollen zur Beseitigung von Pflegenotständen, wenn wir wirklich etwas tun wollen für die Kinder in diesem Lande, auch die Kinder, die die schlechteren Karten haben, weil ihre Eltern langzeitarbeitslos sind, dann geht es nicht nur mit ein bisschen Sozialpolitik, sondern dann kommt man nicht drum herum, auch die Verteilungsfrage zu stellen. Nur wer tatsächlich für eine Politik des Umverteilens eintritt, der ist glaubhaft, wenn er sagt, er will für diese Menschen in Deutschland was tun. Die Partei Die Linke, und deswegen bin ich hier heute, gerade auch in meiner Eigenschaft als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, sehr gerne hier. Die Partei Die Linke hat an dieser Stelle noch nie gewackelt. Die Partei Die Linke steht glasklar und ohne irgendwelche Zweifel für eine Politik des gerechten Ausgleichs, für eine Politik, die alle mitnimmt in Deutschland, auch Flüchtlinge, und für eine Politik, und das ist das A und O, und das ist die Nagelprobe, und die besteht, diese Partei, eine Politik der Umverteilung. Und wenn das so ist, kann ich Ihnen versichern, haben Sie den Paritätischen auf Ihrer Seite. Danke.